Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Die Technik entwickelt sich explosionsartig weiter, was vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar war. 3D-Sensoren, ich kann mich an Modellflugzeuge erinnern, die hatten einen mechanischen, ein Gewicht, ein Gyro. Und das wurde dann zur Stabilisierung benutzt und genommen. Heute macht man das alles mit Halbleitern. Und mittlerweile sind diese Teile so klein und so preiswert geworden, die kann man in so eine Uhr einbauen. Nun werden Sie vielleicht sagen, was hat das für einen Sinn? Das ist eine medizinische Uhr, das ist eine Pulsuhr und die kann erkennen, was ich tue. Also, ob ich gehe, ob ich schnell laufe, ob ich springe, ob ich Treppen steige und so weiter. Das ist nun durch diesen 3D-Sensor, der die Beschleunigung misst, mit der diese Uhr bewegt wird. Und dann kann der entscheiden, okay, das tut er, dies tut er, jenes tut er, weil der Kalorienverbrauch jedes Mal anders ist. Und das will die Uhr herausfinden. Sie braucht aber noch zusätzliche Informationen, nämlich hier mit diesem Brustgurt. Dieser Brustgurt, der wird einfach angelegt, wie üblich bei jedem Brustgurt, etwa in Herzhöhe. Da werden dann die elektrischen Signale abgegriffen und per Funk an diese Uhr übertragen, im sehr langwelligen Bereich, also sehr niedrigen Bereich. So, und diese Uhr, nun, Sie haben jetzt schon gehört, was sie alles erkennen kann. Und die speichert dann diese Daten, diese gemessenen Daten, und kann Ihnen dann auch sagen, was haben Sie denn verbraucht an Kalorien oder sowas. Ganz wichtig ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Und zwar, ich kann sie kalibrieren. Ganz genau auf meine Schrittweite ist vielleicht ganz wichtig. Man kann das zwar so ungefähr ausrechnen, aber okay, ich hätte eine Schrittweite von 76. Und ich kann in den Speicher gehen und kann die gespeicherten Daten holen. Aber ich kann diese Uhr auch vom Armband lösen. So, das ist also noch nichts Besonderes. Und schiebe dann hier so einen Schieber heraus und da kommt ein USB-Anschluss hervor. So, und dann stecke ich diese Uhr in meinen Rechner, habe vorher die mitgelieferte Software installiert und jetzt meldet sich auch die Software schon. Ich kann mich anmelden, auch mit Passwort, damit kein Fremder meine persönlichen Daten sehen kann. Gehe da drauf und wie Sie sehen, sind da schon Daten drin. Das heißt also, die Daten sind von der Uhr schon in das Programm übertragen worden. Und damit kann ich jetzt zu meinem Arzt gehen und kann sagen, guck mal hier, so fleißig war ich. Und viel Spaß und tschüss.